Ja, Ecklag ist ein kleines Dorf und so ein Dorf beobachtet ja jeden. Und dann ist es jetzt natürlich sehr schwierig zu sagen, da gibt's einen, der hat wohl einen berühmten Vater, der war wohl ein Obernazi, der ist dann wohl hingerichtet worden. Und der Sohn regt sich darüber auf und hetzt dauernd gegen seinen Vater. Das kann man aber niemandem erzählen, sodass sich das immer mehr verkürzt hat. Und jetzt bin ich bekannt, in Anführungsstrichen, als der Nazi von Ecklack. Das heißt, ich schreibe, ich rede, ich werde interviewt, ich gebe meinen Senf, wenn gefragt dazu. Und was habe ich davon? Der Nazi von Ecklack. Ist das nicht grotesk und wunderbar und zeigt wieder, deswegen liebe ich auch die Menschen, ich habe da überhaupt nichts dagegen. Weil so sind wir. Alle sind wir grotesk. Niklas Frank lebt nördlich von Hamburg, zusammen mit seiner Frau Hannelore, mit der ihn mehr als 50 Jahre seines Lebens verbinden. Genau das Fenster. Aber erinnern kann ich mich nicht daran, dass wir da fotografiert wurden. Obwohl ich da schon wie 4 Jahre bis 5 aussehe. Der Wawel, die polnische Königsburg in Krakau. Von dieser Burg aus herrscht im Zweiten Weltkrieg Niklas' Vater, Hans Frank, über das besetzte Polen. An seiner Seite seine Frau Brigitte. Niklas als kleiner Prinz ist das jüngste von 5 Kindern. Er hat ja am Anfang gemeint, ich sei nicht sein Sohn, sondern der Sohn seines besten Freundes, Karl Lasch. Das hat ihn wohl erst so nach und nach davon überzeugt, dass ich doch sein Sohn bin. Da lief ich um einen großen, runden Tisch. Mein Vater immer auf der gegenüberliegenden Seite und sagte mir, ja, was willst du denn? Du gehörst doch gar nicht zu uns, du bist doch ein Fremdi. Und ich habe schrecklich geweint und wollte wegen seiner Arme. Und er lief aber immer so, dass ich nie reinkam. Und das war das allererste, das war die allererste Distanzierung. Ich wurde dann zu einem sehr unangenehmen, still beobachtenden Kind. Oft stand ich mit meinem kleinen Tretauto hier so und horchte, ob irgendein Bediensteter kommt. Und dann bin ich wie blöd hier losgetreten und boing in die Reihen. Und da mussten so ein Diener und erzwungenes Lächeln aufsetzen, weil ich war der Sohn des Burgherrn. Mir konnte man gar nichts. Niklas möchte seiner Tochter Franziska den Ort seiner frühen Kindheit zeigen. Er war schon viele Male in Krakau. Die Schreckensherrschaft seines Vaters in diesem Land lässt ihn bis heute nicht los. Sie treffen den Freund Jacek, der Niklas bei all seinen Aufenthalten in Krakau als Dolmetscher begleitet. Franziska kennt ihre Großeltern, die auf dem Wawel residierten, nur aus den Erzählungen ihres Vaters. Niklas' Mutter Brigitte lernt Hans Frank in den 20er Jahren in München kennen. Sie arbeitet als Sekretärin und tippt dem jungen Juristen die Doktorarbeit ab. Schon in den Anfängen der sogenannten Bewegung zählt Hans Frank zu Hitlers engstem Kreis. Hans Frank versucht, sich dem Führer als dessen Rechtsbeistand unentbehrlich zu machen. Er wird bayerischer Justizminister, Reichsminister und ab 1939 Generalgouverneur im besetzten Polen.
du merktest schon im Generalgouvernement in Krakau, dass die Stimmung zwar pompös war und große Feste gefeiert wurden und wir unseren Diener machen mussten und Handkuss geben mussten als 4-5-Jährige. Aber im Grunde drückte sich trotz Kronleuchter und bestem Essen und besten Gewändern und tollen Uniformen das schlechte Gewissen aus. Jeder Deutsche da drüben wusste genau, wir haben hier nichts verloren und was wir täglich von früh bis abends machen, sind furchtbare Verbrechen begehen. Das äußerte sich bei meinem Bruder Mill und mir, dass wir bekamen sehr viel Spielzeug, das innerhalb von 10 Minuten kaputt gemacht hatten. Ich bin ziemlich sicher, das hat einen Zusammenhang. Ist zwar nur Küchenpsychologie, aber ich bin sicher. Dieser Druck, der hat sich bei uns verfestigt und hat sich natürlich gegen das, was noch unter uns war, nämlich das Spielzeug. Wir haben immer gesagt, wir müssen sofort schauen, was drin ist. Und es war tolles Spielzeug, alles zerlegt, alles zerlegt. Unsere Mutter war es wurscht, dem Vater eh. Kinderschwester Hilde hat gesagt, was machst du schon wieder, meine Lieben, das darfst du nicht machen. Aber hat dann auch gelacht. Als Hitlers Statthalter in Polen ist Hans Frank politisch mitverantwortlich für den Tod von Millionen von Menschen und geht als der Schlechter von Polen in die Geschichte ein. Zusammen mit Himmler plant er die Durchführung der systematischen Ermordung der Juden in den Vernichtungslagern. Von Macht und Reichtum geblendet, genießt die Mutter ihre Rolle als Königin von Polen. Fällt mir auch ein, dass mein Vater mal mit seinem Mercedes 2 radfahrende Polen umgefahren hat, also seinen Chauffeur. Und meine Mutter war mit im Wagen und hat gesagt, Hans, wir müssen doch halten, wir müssen denen doch helfen. Und hat er dem Fahrer gesagt, weiterfahren, und saugte stumm an seiner Zigarre. Also hin und wieder tropfte bei meiner Mutter ein gewisses Gefühl in ihr Hirn oder in ihr Herz. Und sie wusste, das geht schon gleich gar nicht. Wie ist es für dich, den Namen Frank zu tragen? Teilweise abstrus, weil Leute sagen, ob ich mit Anne Frank verwandt sei. Und das ist dann ganz komisch, wenn man dann eigentlich, man möchte sagen, nein, das Gegenteil. Also es ist ja wirklich grässlich, immer im Hinterkopf diesen Großvater zu haben, der so viel vernichtet hat. Ich habe mal eine Kollegin, eine Polin, die in Gdansk aufgewachsen ist, gefragt, was sagt man denn, was unterrichtet man denn über den Großvater? Und dann sagte sie, dass er der Teufel ist. Damit die Familie auch über einen feudalen Landsitz verfügen kann, lässt Hans Frank das Schloss eines polnischen Grafen beschlagnahmen, Schloss Kressendorf. Man fuhr, wenn man hier ankam, im großen Mercedes da außen rum, machte eine Kurve und fuhr hier vor. Und dann stand hier oben auf der obersten Stufe, also richtig oben, stand der Vati, so im Stile von Ludwig im Viertel. Und die Mutti hatte mich bei der Hand und ich merkte an ihrem Druck, dass sie stocksauer war, dass der Vater, ihr Ehemann, gar nicht daran denkt, ihr entgegenzukommen, sondern sie hochkommen lässt wie eine Bedienstete. Da ist er, schau mal, dem SSler geht er entgegen auf die dritte unterste Stufe. Das hätte dich deine Mutter sehr geärgert, ne? Das ist meine über alles geliebte Kinderschwester Hilde. Alles, was an mir menschlich ist, kommt von der Hilde. Die war so herzlich und liebevoll und war der richtige Mutterersatz für unsere kalte Mutter, die da oben wohnte und meist unterwegs war. Da gab es einen polnischen Kohleöfenüberwacher. Er hat ein Bett völlig verunreinigt mit Ruß. Mhm. Daraufhin schrie ihn meine Mutter so zusammen und wollte unbedingt, dass der ins KZ kommt. Nein. Und dann bin ich angekommen, weil den mochte ich, das weiß ich noch. Da gab es einen Mann, den ich mochte, der war wohl auch nett zu mir so. Und habe furchtbar angefangen zu heulen. Und dann durfte er da bleiben. Brigitte Frank reist in diesen Jahren mit den Kindern zwischen Krakau und dem bayerischen Schliersee hin und her. Hier hatte der Vater 1936, noch vor Niklas' Geburt,
einen alten Bauernhof, den Schoberhof, gekauft. Hier ist halt meine Heimat. Das ist meine richtige, eigentliche, ureigenste Heimat. Kinderschwester Hilde kümmert sich auch am Schliersee um die fünf Geschwister. In Niklas frühen Erinnerungen an den Schoberhof tauchen Bilder einer ungetrübten Kindheit auf. Hier an diesem Platz stand der Schoberhof. Und es hat mir das Herz zerrissen, als er nach und nach abgerissen wurde. Das war ein richtig schöner Hof. Den hat der Vater auch außen so gelassen. Innen hat er aus dem Kuhstall, der hier war, hat eine riesen Halle gemacht. Da haben wir meistens Weihnachten gefeiert. Ja, das ist schon mein ureigenster Platz hier. Und mich hat es nie gestört, dass der Hof enteignet worden ist. Aber der Abriss, da merkt man doch an sich selber, wie tief so ein Bau noch in der Seele schlummert. Wir hatten also einen extra Mahagoni-Salonwagen. Das war richtig toll, da wurde dann die Züge angehängt. Meistens fuhren wir über Wien nach Krakau ein. Toll. Mit Küche und allem und Kabinen und bestens verköstigt. Und der Michel und ich, wir konnten auf- und absausen. Und das war wirklich für mich eine Insel der Seligen, dieses Rattern. Und damals waren die Schienen auch noch anders mit dem Dadam, Dadam, Dadam. Toll. Über dieselben Gleise sind die Judentransporte gegangen. Immer wenn der Salonwagen zurückfuhr, da war der vollgepackt und die Mutti war da absolut rücksichtslos. Wo immer sie ein Abteil leer fand, hat sie alles vollpacken lassen. Wäsche, Geschirr, Gemälde und so. Den Juden und Polen gestohlenen Kostbarkeiten. Und der Flügel sollte auch im Salonwagen zum Schoberhof transportieren. Das ging aber nicht. Das ging aber nicht. Völlig verrückt. Auf einem Meer vom Blut kümmern die sich um sowas, diese reine persönliche Bereicherung. Als die Nazi-Herrschaft im Osten zu wanken beginnt, schickt Hans Frank seine Frau und die Kinder an den Schliersee zurück. Lieber Niki, leider kann ich diesmal an Weihnachten nicht bei euch sein. Ich bin sehr traurig darüber. Aber die Russen zwingen mich dazu, jetzt hier zu bleiben, da jeden Tag die Möglichkeit besteht, dass sie einen Angriff in Richtung auf Krakau machen. Aber wir haben so starke Stellungen gebaut und haben so furchtbar viele deutsche Soldaten und Kanonen hier, dass wir die Russen, wenn sie wirklich kommen, auf ihre Schädel hauen, dass sie wackeln und sogleich wieder davonzulaufen beginnen. Kaum einen Monat später flüchtet Hans Frank aus Krakau und richtet am Schliersee in der Nähe des Schoberhofs seinen Regierungssitz ein. Irgendwo in einem Dokument steht Außenstelle Generalgouvernement. Als ob man nur vorübergehend und dann Gott sei Dank wieder auf dem Wawel residieren kann, nicht hier. Und hier hinten auf der anderen Seite war der Andachtsraum, wo der Leonardo da Vinci und die Rembrandts und der Raphael und meine Mutter hatte ihre Freundinnen verpflichtet. Ich sehe sie noch alle nähen, diese großen weißen Kapitulationsfahnen. Und wie die ersten Amis hier dann kamen, dann fuhr der Jeep darauf. Am 4. Mai, gegen 14 Uhr so. Dann fragte der Lütenstein, wer ist Frank? Musste er wohl so machen. Ne? Was schon eine echte Blamage ist, bei den Alliierten war er die Nummer 1 auf einer Kriegsverbrecherliste. Das hat er sogar stolz mal zitiert, als es noch im Generalgouvernement
wirkte und würgte. Ich spüre seine Angst hier. Nee, ich habe da kein Mitleid. Wie eine Welle steht immer dahinter. Diese zahllosen Totenleiber, die er hinterlassen hat. Der Vater wird verhaftet, nach Nürnberg gebracht und vor Gericht gestellt. Wie sie uns aus dem Schoberhof rausgeschmissen haben, wir durften 2 oder 3 Koffer mitnehmen, saßen wir im Regen auf der Wiese. Und da war meine Mutter, glaube ich, richtig am Ende, weil sie wusste auch gar nicht, wohin. Und dann kam aber die sehr nette Frau von Hertlein und dann sagt sie, das ist doch die Frau Frank. Ja, die nehmen wir mit. Und dadurch kamen wir in die Dürmerstraße in eine kleine Wohnung. Da hatte meine Mutter dann auch die erste demokratische Zeitung. Und da waren eben Fotos drin von KZ-Leichen. Und darunter auch Kinder meines damaligen Alters. Und darunter stand Polen. Und ich wusste ja, Polen gehört uns, den Franks. Und da kam plötzlich, wie wenn man so einen Vorhang zur Seite schiebt, kam das ganze Grausliche, für das mein Vater eigentlich stand, hervor. Mein Vater suchte schon irgendwo eine Tröstung. Da ist er auf und ab gegangen vor all den anderen, Göring, Ribbentrop, Speer und wie sie alle hießen. Mit der Bibel in der Hand und las so, dass es jeder sah, las er nur immer aus der Bibel. Und das ist so widerlich und so schleimig, dass der Herrgott hoffentlich sein Gesicht abgewandt hat. Die Wochenschau war für uns natürlich wichtig, weil wir immer hofften, dass die Anklagebank gezeigt wird. Sie schwenkten immer vom Göring anfangen nach rechts. Und meistens haben sie einen Cut gemacht, bevor mein Vater erschien. Und mein Bruder, wir sind immer, oder wenn die ganze Familie, sind wir immer so rum, um Vater noch zu erhaschen. Wilhelm Göring, Rudolf Hess, Hans Frank. Die Kinder in der Neuhäuser Volksschule, die haben dann auch zu mir gesagt, Gernicke, der Papa wird bald aufgehängt. Das war ganz klar. Dann lebte man mit. Beim letzten Besuch in Nürnberg und einzigen Besuch, wo wir den Vater noch mal sehen durften. Da, das ist die Mutti, das ist die Schwester Gitti, auf der Seite in Lederhosen bin ich. Und neben ihm stand ein Ami mit diesen weiß lackierten Helmen. Und dann lachte er mich so an. Ich saß auf meiner Mutter Schoß und sagte, Mensch, Niki, bald feiern wir jetzt Weihnachten. Ich saß wirklich da und sagte, warum lügt er? Er weiß, dass er gehängt wird. Warum lügt er mich an? Und ich war so enttäuscht. Including the murder and persecution of all people opposed to the Nazi Party and the enslavement, exploitation and deportation of civilian population. Als dann der Tag der Urteilsverkündung war, das wurde live übertragen und meine Mutter hat so einen Zettel vorbereitet, da standen alle noch lebenden Angeklagten von Nürnberg drauf. Und da hat sie sehr sorgfältig daneben geschrieben, wenn die zum Tode verurteilt waren, also angefangen bei Göring, schönes Kreuz gemacht. Und daneben sonst 20 Jahre Freispruch, 10 Jahre, aber es waren ja sehr viele Todesurteile dabei. Und auch bei ihrem eigenen Ehemann hat sie auch genauso kalt ein Kreuz gemacht. In der Nacht zum 16. Oktober 1946 wird Hans Frank von einem amerikanischen Pater in seiner Zelle zur Hinrichtung abgeholt. Und was macht mein Vater? Er kniet auf der Erde und sagt gleich zu dem Faser O'Connor, meine Mutter pflegte mir immer, wenn ich morgens als Kind zur Schule ging, ein Kreuz auf die Stirn zu machen. Bitte tun Sie das auch. Und ich habe lange nachgedacht, warum? Und da kommt jetzt doch die einzige
Ja, ich glaube schon eine Art des Mitleidens mit meinem Vater. Weil ich ihn in dieser Sekunde verstand. Er wollte, verzweifelt wie er war, noch mal anfangen als Schulkind. Also diese Sehnsucht, als ich noch unschuldig war. Lasst mich doch noch mal anfangen. Einfach so der innere Wunsch, mein Gott. Und vielleicht hat er da in der Sekunde ein echtes Bereuen empfunden. Würde ich ihm für ihn hoffen. Seit vielen Jahren trägt Niklas Frank ein Foto des toten Vaters bei sich, um sich jederzeit vergewissern zu können, dass er wirklich tot ist. Die Gefahr war groß, dass er mir wirklich mein Gehirn verschmutzt hätte mit seinen ideologischen Phrasen, mit seiner Anerkennung von Untermenschentum, von hoch und niedrig, was den Mensch betrifft. Und er hätte mich, glaube ich, unheimlich unter Druck gesetzt. Dr. Hans Frank, und das ist der Titel, Im Angesicht des Galgens. Morgens 4 schon hörte ich immer die Schreibmaschinengeklapper. Da hat meine Mutter all diese persönlichen Briefe geschrieben, angefangen von den Priestern und Pastoren bis zur Industrie. Und hat sie alle angeschrieben, damit die das Buch, was mein Vater im Gefängnis geschrieben hatte, kaufen. Das war ein sehr gutes Geschäft. Sie hat also nichts unversucht gelassen, Geld zu bekommen. Und musste die Kinder ernähren oder im Internat bezahlen. Da hat sie sich wirklich aufgearbeitet. Mit 12 Jahren kommt Niklas in ein Internat auf der Nordseeinsel Föhr. Diese Fratze bin ich. Falls es verloren geht, Neuhaus am Schliersee, Postfach 9, an Frau Brigitte Frank. Auf Föhr habe ich da schon die Weite kennengelernt und auch lieben gelernt. Und wenn du gleich in eine Gemeinschaft kommst, die dich dann auch anerkennt, das war schon toll. Der Pastor Lohmann, der Leiter des Internats, hat ganz gerne Nazi-Kinder gesammelt. Da waren noch die Ribbentrop-Kinder und sehr viele Kinder von SS-Verbrechern. Er war für mich tatsächlich so eine Art Ersatzvater. Und es war Pastor Lohmann, der mir einmal schon mitten in der Bundesrepublik, in der Demokratie, sagte, Niki, das wollte ich dir eh immer sagen, dein Vater war der beste Redner, der war besser als Hitler und Göring und wie sie alle. Also dein Vater, der hatte richtig Feuer. Dieses Bild ist ein Selbstbildnis. Das ist meine eigene Hand, die sich die Kehle zudrückt. Ich hatte einen wunderbaren Zeichenlehrer, der wohl entdeckt hat, dass ich doch eine ziemliche Meise habe in Bezug auf Vater und Hinrichtung und Herkunft und so weiter. Und während die anderen langweilige Bäume zeichnen mussten oder Häuser, durfte ich frei malen. Ich weiß noch, es war für mich was unheimlich Befriedigendes, das zu malen. Das weiß ich noch. Und deswegen... Herr von Gerhard hieß dieser Zeichenlehrer. Das war einfach toll, was der bei mir durchschaut hat. Da wird das Symbol sogar ganz direkt. Stellen Sie sich vor, in einer normalen Zeichenstunde sitzt einer da und malt sowas auf extra großem Papier. Da habe ich Geräte erfunden. Links den Kopfzerstampfer unten und dann ein sehr interessantes neues Gerät, das holt von hinten das Rückgrat aus einem Menschen raus. Alles immer mit viel Blut. Ja, das hat mich selber sehr erstaunt. Wenn Sie das als über 70-Jähriger plötzlich wieder entdecken, dass Sie sich richtig verblüfft da hocken und sagen, ja, Kruzifix, bin ich doch ein doppelter Niklas Frank. So wie mein Vater dem amerikanischen Psychologen, der freien Zutritt hatte zu allen Zellen. Und dem hat er dann gesagt, wissen Sie, manchmal denke ich, ich bin zwei Hans Franks. Der eine, der ordentliche, der gerne Professor geworden wäre, der die Wissenschaft liebt und die Poesie
und der andere, der diese furchtbaren Sätze gesagt hat über die Juden. Aber ich bin eine mildere Doppelgestalt als mein Vater. Wo immer ich hinkam, immer wurde ich bedauert als der arme Sohn, dem es den Vater gehängt haben. Und das hat sich immer materiell oder essensmäßig gelohnt. Es war keiner, der mit mir geredet hat, du Junge, du bist jetzt 17 Jahre alt, jetzt pass mal auf, ich möchte schon sagen, dein Vater hat einem verbrecherischen Regime gedient, das er selber mit aufgebaut hat. Und du solltest dich mal richtig drum kümmern, was dein Vater wirklich angerichtet hat. Du bist jetzt schon in einem Alter, wo man vielleicht auch sowas lesen kann. Das hätte mir sicher auch gut getan. Das musste ich alles so für mich machen. Nach dem Abitur geht Niklas zum Studium nach München. Ich wollte erst Jurist werden. Wobei ich mich natürlich sah im schwarzen Talar, im Gericht auf und ab gehen und die wunderbarsten Plädoyers halten. Sicher ein Relikt irgendwie vom Vater, ganz klar. Weil das haben sie ja immer gesagt in der Verwandtschaft, der war ein unglaublich toller Anwalt. Mag sein, aber da bin ich ja sowas von gescheitert. Und mit meinen anderen Studien auch, habe aber dabei immer geschrieben. Am Schliersee lernt Niklas die Jurastudentin Hannelore kennen. Er vertraut ihr an, dass er eines Tages ein Buch über seinen Vater schreiben wird. Mein Lebensglück, was sicher nicht das ihre war, ist ohne Zweifel die Hannelore. Ach, sieht sie wunderbar aus. Und irgendwie kam dann bald das Kind. Niklas Frank schreibt als Journalist für verschiedene Zeitschriften, bevor er 1979 beim Stern in Hamburg landet. Hannelore arbeitet zu dieser Zeit als Richterin in München. Niklas kauft das alte Haus am Nord-Ostsee-Kanal und holt sie und seine Tochter Franziska zu sich in den Norden. Als ich es gekauft hatte, war es ein ganz finsteres, kaltes Haus. Da oben war nicht ausgebaut, da war der Dachboden, da standen überall Eimer, weil es reingeregnet hat. Das Land war ja überhaupt immer so seine Vorstellung, zu bebauen in irgendeiner Weise, sodass man davon was zu essen hat. Und das sind auch noch wohl so Kindheitssachen, nicht? Wo es dann nach dem Krieg irgendwann knapp war mit Lebensmitteln und allem. Und da sagte man, wir können hier Schweine halten, Kühe halten, wir können uns selbst versorgen. Das gibt ein Gefühl der Zufriedenheit. Dahinter ist der Kanal, da konnte man alle Schiffe sehen. Jetzt kann man nur noch, wenn hin und wieder so ein Luxus-Kreuzfahrtschiff mit hohen Aufbauten, dann kann man noch die Spitzen das, sehen. Aber das ist auch manchmal so ganz eindrucksvoll. Die normalen Frachter, die sieht man jetzt nicht mehr. Niklas ist für den Stern jahrelang als Krisenreporter unterwegs. Aus nächster Nähe erlebt er nun Gräueltaten, die ihn zwangsläufig auch in die Auseinandersetzung mit den Verbrechen seines Vaters führen. Das war schon eine Zeit, wo du anfängst, richtig ernsthafte Gedanken dir zu machen über den Zustand des Menschen selber. Wenn du erlebst, dass du hier einen Reifen siehst, das sogenannte Necklacing, wo drin ein verbrannter Mensch hockt, den du kaum noch erkennst, der richtig bei lebendigem Leib mit diesem Gummireifen zusammen verbrannt worden ist. Und daneben lachen die Leute und ratschen kaum 50 Zentimeter entfernt. Das gibt einem schon zu denken, wie dünn unsere Zivilisation ist, wie sie sofort eigentlich Grausamkeiten annehmen kann. Es ist da auch ein bisschen mein Glauben an die Zukunft der Menschheit verloren gegangen, weil die rund um die Welt in größter Anzahl verteilten Feiglinge alles mitmachen und hemmungslos morden. Niklas sammelt in diesen Jahren alles, was er an Dokumenten und Informationen über den Vater auftreiben kann. Das Fundament des nationalsozialistischen Staates, die nationalsozialistische Rechtsordnung ist für uns unser oberster Auch der oberste Gerichtsherr ist. Ein so gebildeter Mann und redet so einen furchtbaren Dreck. Stunde um Stunde.
schrecklicher, wenn Sie sich das anhören. Und das finde ich erstaunlich. Er war ja altkatholisch erzogen. Da kriegst du ja schon die 10 Gebote mit. Und er war ordentlicher Anwalt, konnte in der Weimarer Republik studieren. Und dann lässt er alles liegen, alles, was er weiß, und folgt einem absoluten verbrecherischen Regime. Wie heilig gerade unserem Führer die Grundsätze dieses Rechtslebens sind. Auch 1983 fährt er im Auftrag des Stern nach Krakau, um über die Juden von Schindlers Liste zu recherchieren. Es ist sein erster Besuch in Krakau seit seiner Kindheit. Noch wagt er nicht, sich hier als Sohn von Hans Frank zu erkennen zu geben. Es gibt viele Bilder, die ich im Hirn trage. Da packt im Krakauer Ghetto ein SSler, so ein Kind in meinem Alter damals, nimmt es an den Füßen, schwingt es einmal um sich rum und haut den Kopf dieses kleinen Buben an der Hauswand. Und das haben wir alles gestützt und geschützt und mein Vater hat es organisiert. Furchtbar. Und da bleibt einem dann wirklich alles weg, was irgendwie an menschlichen Gefühlen sein kann für diesen Typen Mann. Mein Vater, der stand da drüben hinter der Weichsel auf seinem Wabel und konnte bis hier rübersehen. Und seine Zivilverwaltung hat alles mit organisiert und er wusste genau, heute können wir, weil jede Menge Juden schon ermordet worden sind, können wir das Ghetto halbieren, können es noch kleiner machen. Und ich spielte lustig auf dem Wabel. Also Niki hat relativ früh angefangen, mit mir über die ganzen Sachen zu sprechen. Dass er gesagt hat, stell dir nur mal ein paar Sekunden lang vor, du bist in einem Viehwaggon mit mir, deinem Vater und mit deiner Mutter. Und wir sind 2 Wochen, fahren wir schon durch die Lande. Und es ist eng gepackt, du hast kaum was zu essen, du hast keine Toilette. Du hast Angst, du hast Sorge, du Panik, was passiert. Und dann kommst du an der Rampe von Auschwitz. Und dort stehen SS-Soldaten mit Hunden. Und dann steht einer und der schiebt deine Mutter und deinen Vater in die eine Richtung mit der Peitsche und dich in die andere Richtung. Und du weißt eigentlich in dem Moment, dass du die nie wieder siehst. Und wenn du dir das nur ganz bisschen mit deinen eigenen Eltern vorstellst, dann hat man ein ganz kleines Quäntchen dessen, was die Leute damals gefühlt haben müssen. Und das ist natürlich sehr, sehr hart. Aber es stimmt, wenn man da sich reinfühlt. Mein Gott, dieser arme Mensch, nicht? Das ist unglaublich. Unglaublich. Alle haben es gewusst. Der Vater wusste es ganz genau, meine Mutter wusste es ganz genau, was in den Vernichtungslagern auf dem Boden des Generalgouvernements verbringen. Eins der Zitate von meinem Vater. Hier haben wir mit 3,5 Millionen Juden begonnen. Von ihnen sind nur noch wenige Arbeitskompanien vorhanden. Alles andere ist, sagen wir einmal, ausgewandert. Und diese Art von sowas von menschenverachtender Ironie, das ist einfach schweinisch.
als meine Mutter starb und das geringe Erbe verteilt werden sollte, habe ich gesagt, ich will nur alles haben, was beschriftet ist, was fotografiert ist, und die Erika will ich haben, die Schreibmaschine. Und ich wollte unbedingt mit dieser Maschine, die ich dann geerbt habe, auch meine Abrechnung mit dem Vater schreiben. Das war auch ein sehr schönes Gefühl, mit ihm auf Mutters Schreibmaschine abzurechnen. Ich wusste in der ersten Sekunde nicht, wie ich schreibe. Und dann kam aber wie so ein Blitz aus der Hölle das Du. Das Knacken deines Genicks ersparte mir ein verkorkstes Leben. Wie hättest du mir mit deinem Gewäsch das Hirn vergiftet? Ich greife hinein in den Schmutzhaufen, den mir dein Leben an Dokumenten, Briefen, Fotos, Zeugenaussagen hinterlassen hat. In diesem zweiten Prozess weißt nur dein Sohn Kläger, Richter, Henker zugleich. Ich war bereit, als Sohn Gnade vor Recht walten zu lassen. Stattdessen fand ich Sätze, die mich nie wieder losgelassen haben, Vater, wie diesen zum Beispiel. Wenn wir den Krieg gewonnen haben, dann kann meinetwegen aus den Polen und Ukrainern und dem, was sich hier herumtreibt, Hackfleisch gemacht werden. Das kannst du doch so, um der schönen Madonna und ihres Sohnes willen, nie und nimmer gesagt haben, Vater. Das war in gewisser Weise wie ein Rausch, wie eine nachpubertäre Auseinandersetzung mit einem dominanten Vater. Das musste ich ganz allein machen. Ich habe halt da keinerlei Rücksicht genommen auf den Leser oder auf den Verlag und habe halt so geschrieben, wie ich es für richtig hielt. Und dann habe ich halt gesagt, entweder macht sie es so, wie ich es geschrieben habe, oder nicht. Da haben sie gesagt, also gut, dann beiß mir den sauren Apfel. Als das Buch erscheint, veröffentlicht Niklas auch im Stern eine Serie über die Schreckensherrschaft seines Vaters im besetzten Polen. Himmler, Goebbels, Mussolini, mein Vater. Nicht das Entsetzen über die Gräueltaten des Vaters schlägt nun hohe Wellen, sondern die Empörung über den Sohn. Niklas Frank wird der Art und Weise wegen, wie er mit dem Vater abrechnet, als ekelhafter Vatermörder und Nestbeschmutzer angegriffen. Zitat: Was auch immer Hans Frank getan haben mag, seine größte Schandtat besteht zweifellos in der Zeugung dieses perversen Monstrums von Sohn. Als die Serie damals im Mai 87 rauskam, da wusste ich schon, dass mein lieber Bruder Norman damit nicht zur Rande kommen wird. Und er hat tatsächlich gelitten wie ein Hund, weil jetzt das Liebste, was er hatte auf der Welt, nämlich sein Vater, von mir doch ganz erheblich beschmutzt wurde. Norman hat die Verbrechen des Vaters anerkannt. Die anderen drei Geschwister haben dessen Schuld immer geleugnet. 1991 erscheint Niklas Buch über den Vater auf Polnisch. Ich war eingeladen nach Krakau zur Eröffnung einer Ausstellung über die Besatzungszeit der Deutschen. Und dann wurde ich gebeten, ein paar Worte zu sagen. It was by surprise. Bei der Eröffnungsfeier habe ich gesagt, dass ein Überraschungsgast unter uns ist. Niklas, der Sohn von Hans Frank. Tja, da stand ich da oben, hatte auch gar nichts vorbereitet. Und habe halt dann doch gesagt, die Taten meines Vaters sind unentschuldbar. Ich kann nur für meinen Bruder Norman und für mich entschuldigen für das, was mein Vater
ihn alles angetan hat. Dann war ich aber so geschüttelt von Emotionen, dass ich da angefangen habe zu heulen und bin also runter von diesem Podium und raus. Und draußen habe ich ein bisschen geweint. Public was very moved because he expressed. Die Menschen waren sehr bewegt, als Niklas sie um Verzeihung bat. Er sagte, dass er zum ersten Mal seit dem schrecklichen Krieg hier stehe und sie um Verzeihung bitte. After the terrible war, asking you forgiveness. Dadurch, dass der Niki eine so klare Stellung genommen hat und so klar sich gegen den Großvater gestellt hat, hat er mir ganz viel eigentlich abgenommen. Ich habe dann schon den abgestoßenen Großvater wahrgenommen. Und dann ist es nicht ganz so schwer, damit umzugehen. Aus meiner Sicht ist es nicht an uns, dem Großvater zu verzeihen. Eigentlich ist es, denke ich, die Pflicht, hier die Abneigung und den Zorn stark zu halten. Die Opfer, die haben ihm teilweise vergeben. Da gab es Geschichten, von denen der Niki erzählt, dass Leute sagten, ich habe den Vater überlebt. Ich habe ihm vergeben. Aber das ist nicht an uns, ihm zu vergeben. Es gibt nach wie vor die Opfer und die Kinder und Kindeskinder der Leute, die wir ermordet haben. Nein, befreien tut man sich von dieser Vergangenheit nicht. Das heißt natürlich, dass ich noch immer wie eine Marionette an seinen Stricken hänge. Dieser Kerl, auch wenn man es hier nicht sieht, hat die Tendenz, gerade jetzt in Deutschland, mich immer wieder zwischendurch anzulächeln. Wenn es hier wieder so rechtslastig und faschistisch blubbert. Weil ich immer den Verdacht hatte, dass sein Gedankengut, auch wenn es aufgesetzt war, seine Art, Menschen zu behandeln und sie ermorden zu lassen, als typischer Schreibtischtäter, nicht mit seiner Hinrichtung untergegangen ist. Als Hans Frank hingerichtet wird, ist er 46 Jahre alt. Ich wollte unbedingt älter werden als 46, und wenn es auch nur eine Sekunde ist. Es hat was mit einem ganz winzigen Triumphgefühl gegenüber dem Vater zu tun, dass ich mir sage, siehst du Schweinskopf, du hast es dir selber verbockt. Du hättest auch so alt werden können wie ich, wenn du nicht so ein feiger Mensch gewesen wärst, dem andere Menschenleben nichts wert waren. Mein Vater, der stand da drüben hinter der Weichsel auf seinem Wabel und konnte bis hier rübersehen. Und seine Zivilverwaltung hat alles mitorganisiert. Und er wusste genau, heute können wir, weil jede Menge Juden schon ermordet worden sind, können wir das Ghetto halbieren, können es noch kleiner machen. Und ich spielte lustig auf dem Wabel. Also Niki hat relativ früh angefangen, mit mir über die ganzen Sachen zu sprechen. Dass er gesagt hat, stell dir nur mal ein paar Sekunden lang vor, du bist in einem Viehwaggon mit mir, deinem Vater und mit deiner Mutter. Und wir sind 2 Wochen, fahren wir schon durch die Lande. Und es ist eng gepackt, du hast kaum was zu essen, du hast keine Toilette. Du hast Angst, du hast Sorge, du Panik, was passiert. Und dann kommst du an der Rampe von Auschwitz. Und dort stehen SS-Soldaten mit Hunden. Und dann steht einer und der schiebt deine Mutter und deinen Vater in die eine Richtung mit der Peitsche und dich in die andere Richtung. Und du weißt eigentlich in dem Moment, dass du die nie wieder siehst. Und wenn du dir das nur ganz bisschen mit deinen eigenen Eltern vorstellst,
dann hat man ein ganz kleines Quäntchen dessen, was die Leute damals gefühlt haben müssen. Und das ist natürlich sehr, sehr hart. Aber stimmt, wenn man da sich reinfühlt. Mein Gott, dieser arme Mensch, nicht? Das ist unglaublich. Unglaublich. Alle haben es gewusst. Der Vater wusste es ganz genau, meine Mutter wusste es ganz genau, was in den Vernichtungslagern auf dem Boden des Generalgouvernements verbringen. Eins der Zitate von meinem Vater. Hier haben wir mit 3,5 Millionen Juden begonnen. Von ihnen sind nur noch wenige Arbeitskompanien vorhanden. Alles andere ist, sagen wir einmal, ausgewandert. Und diese Art von sowas von menschenverachtender Ironie, das ist einfach schweinisch. Dahinter ist der Kanal, da konnte man alle Schiffe sehen. Jetzt kann man nur noch, wenn hin und wieder so ein Luxus-Kreuzfahrtschiff mit hohen Aufbauten, dann kann man noch die Spitzen sehen. Aber das ist auch manchmal so ganz eindrucksvoll. Die normalen Frachter, die sieht man jetzt nicht mehr. Niklas ist für den Stern jahrelang als Krisenreporter unterwegs. Aus nächster Nähe erlebt er nun Gräueltaten, die ihn zwangsläufig auch in die Auseinandersetzung mit den Verbrechen seines Vaters führen. Das war schon eine Zeit, wo du anfängst, richtig ernsthafte Gedanken dir zu machen über den Zustand des Menschen selber. Wenn du erlebst, dass du hier einen Reifen siehst, das sogenannte Necklacing, wo drin ein verbrannter Mensch hockt, den du kaum noch erkennst, der richtig bei lebendigem Leib mit diesem Gummireifen zusammen verbrannt worden ist. Und daneben lachen die Leute und ratschen kaum 50 Zentimeter entfernt. Das gibt einem schon zu denken, wie dünn unsere Zivilisation ist, wie sie sofort eigentlich Grausamkeiten annehmen kann. Es ist da auch ein bisschen mein Glauben an die Zukunft der Menschheit verloren gegangen, weil die rund um die Welt in größter Anzahl verteilten Feiglinge alles mitmachen und hemmungslos morden. Niklas sammelt in diesen Jahren alles, was er an Dokumenten und Informationen über den Vater auftreiben kann. Das war das Fundament des nationalsozialistischen Staates, die nationalsozialistische Rechtsordnung ist für uns unser oberster Führer, auch der oberste Gerichtsherr ist. Ein so gebildeter Mann und redet so einen furchtbaren Dreck, Stunde um Stunde. Schrecklicher, wenn Sie sich das anhören. Und das finde ich erstaunlich. Er war ja altkatholisch erzogen. Da kriegst du ja schon die 10 Gebote mit. Und er war ordentlicher Anwalt, konnte in der Weimarer Republik studieren. Und dann lässt er alles liegen, alles, was er weiß, und folgt einem absoluten verbrecherischen Regime. Auch 1983 fährt er im Auftrag des Stern nach Krakau, um über die Juden von Schindlers Liste zu recherchieren. Es ist sein erster Besuch in Krakau seit seiner Kindheit. Noch wagt er nicht, sich hier als Sohn von Hans Frank... Bekehren, mir konnte man gar nichts. Niklas möchte seiner Tochter Franziska den Ort seiner frühen Kindheit zeigen. Er war schon viele Male in Krakau. Die Schreckensherrschaft seines Vaters in diesem Land lässt ihn bis heute nicht los. Sie treffen den Freund Jacek, der Niklas bei all seinen Aufenthalten in Krakau als Dolmetscher begleitet. Franziska kennt ihre Großeltern, die auf dem Wawel residierten, nur aus den Erzählungen ihres Vaters. Niklas' Mutter Brigitte lernt Hans Frank in den 20er Jahren in München kennen. Sie arbeitet als Sekretärin und tippt dem jungen Juristen die Doktorarbeit ab.
Schon in den Anfängen der sogenannten Bewegung zählt Hans Frank zu Hitlers engstem Kreis. Hans Frank versucht, sich dem Führer als dessen Rechtsbeistand unentbehrlich zu machen. Er wird bayerischer Justizminister, Reichsminister und ab 1939 Generalgouverneur im besetzten Polen. Du merktest schon im Generalgouverneur in Krakau, dass die Stimmung zwar pompös war und große Feste gefeiert wurden und wir unseren Diener machen mussten und Handkuss geben mussten als 4-5-Jährige. Aber im Grunde drückte sich trotz Kronleuchter und bestem Essen und besten Gewändern und tollen Uniformen das schlechte Gewissen aus. Jeder Deutsche da drüben wusste genau, wir haben hier nichts verloren und was wir täglich von früh bis abends machen, sind furchtbare Verbrechen begehen. Das äußerte sich bei meinem Bruder Milli und mir, dass wir bekamen sehr viel Spielzeug, das innerhalb von 10 Minuten kaputt gemacht hatten. Ich bin ziemlich sicher, das hat einen Zusammenhang. Ist zwar nur Küchenpsychologie, aber ich bin sicher. Dieser Druck, der hat sich bei uns verfestigt und hat sich natürlich gegen das, was noch unter uns war, nämlich das Spielzeug. Wir haben immer gesagt, wir müssen sofort schauen, was drin ist. Und es war tolles Spielzeug, alles zerlegt, alles zerlegt. Unsere Mutter war es wurscht, dem Vater eh. Kinderschwester Hilde hat gesagt, was machst du schon wieder, meine Lieben, das darfst du nicht machen. Aber er hat dann auch gelacht. Als Hitlers Statthalter in Polen ist Hans Frank politisch mitverantwortlich für den Tod von Millionen von Menschen und geht als der Schlechter von Polen in die Geschichte ein. Zusammen mit Himmler plant er die Durchführung der systematischen Ermordung der Juden in den Vernichtungslagern. Von Macht und Reichtum geblendet, genießt frei malen. Ich weiß noch, es war für mich was unheimlich Befriedigendes, das zu malen. Das weiß ich noch. Und deswegen, Herr von Gerhard hieß dieser Zeichenlehrer. Das war einfach toll, was der bei mir durchschaut hat. Da wird das Symbol sogar ganz direkt. Stellen Sie sich vor, in einer normalen Zeichenstunde sitzt einer da und malt sowas auf extra großem Papier. Da habe ich Geräte erfunden. Links den Kopfzerstampfer unten und dann ein sehr interessantes neues Gerät, das holt von hinten das Rückgrat aus einem Menschen raus. Alles immer mit viel Blut. Das hat mich selber sehr erstaunt. Das hat mich sehr erstaunt. Wenn Sie das als über 70-Jähriger plötzlich wieder entdecken, dass Sie richtig verblüfft da hocken und sagen, ja, Kruzifix, bin ich doch ein doppelter Niklas Frank. So wie mein Vater dem amerikanischen Psychologen, der freien Zutritt hatte zu allen Zellen. Und dem hat er dann gesagt, wissen Sie, manchmal denke ich, ich bin zwei Hans Franks. Der eine, der Ordentliche, der gerne Professor geworden wäre, der die Wissenschaft liebt und die Poesie. Und der andere, der diese furchtbaren Sätze gesagt hat über die Juden. Aber ich bin eine mildere Doppelgestalt als mein Vater. Wo immer ich hinkam, immer wurde ich bedauert als der arme Sohn, dem es den Vater gehängt haben. Und das hat sich immer materiell oder essensmäßig gelohnt. Es war keiner, der mit mir geredet hat, du Junge, du bist jetzt 17 Jahre alt, jetzt pass mal auf, ich möchte schon sagen, dein Vater hat einem verbrecherischen Regime gedient, das er selber mit aufgebaut hat. Und du solltest dich mal richtig darum kümmern, was dein Vater wirklich angerichtet hat. Du bist jetzt schon in einem Alter, wo man vielleicht auch sowas lesen kann. Das hätte mir sicher auch gut getan. Das musste ich alles so für mich machen. Nach dem Abitur geht Niklas zum Studium nach München. Ich wollte erst Jurist werden, wobei ich mich natürlich sah im schwarzen Talar, im Gericht auf und ab gehen und die wunderbarsten Plädoyers halten. Sicher ein Relikt irgendwie vom Vater, ganz klar. Weil das haben sie ja immer gesagt in der Verwandtschaft, der war ein unglaublich toller Anwalt. Mag sein. Aber da bin ich ja sowas von gescheitert.
und mit meiner in Dansk aufgewachsen ist, gefragt, was sagt man denn, was unterrichtet man denn über den Großvater? Und dann sagte sie, dass er der Teufel ist. Damit die Familie auch über einen feudalen Landsitz verfügen kann, lässt Hans Frank das Schloss eines polnischen Grafen beschlagnahmen. Schloss Kressendorf. Man fuhr, wenn man hier ankam, im großen Mercedes, da außen rum, machte eine Kurve und fuhr hier vor. Und dann stand hier oben auf der obersten Stufe, also richtig oben, stand der Vati, so im Stile von Ludwig XIV. Und die Mutti hatte mich bei der Hand. Und ich merkte an ihrem Druck, dass sie stocksauer war, dass der Vater, ihr Ehemann, gar nicht daran denkt, ihr entgegenzukommen, sondern sie hochkommen lässt wie eine Bedienstete. Da ist er, schau mal, dem SSler geht er entgegen auf die dritte unterste Stufe. Das hätte dich deine Mutter sehr geärgert, ne? Das ist meine über alles geliebte Kinderschwester Hilde. Alles, was an mir menschlich ist, kommt von der Hilde. Die war so herzlich und liebevoll und war der richtige Mutterersatz für unsere kalte Mutter, die da oben wohnte und meist unterwegs war. Da gab es einen polnischen Kohleöfenüberwacher. Er hat ein Bett völlig verunreinigt mit Ruß. Mhm. Daraufhin schrie ihn meine Mutter so zusammen und wollte unbedingt, dass der ins KZ kommt. Nein. Und dann bin ich angekommen, weil den mochte ich, das weiß ich noch. Da gab es einen Mann, den ich mochte, der war wohl auch nett zu mir so. Und hab furchtbar angefangen zu heulen. Und dann durfte er da bleiben. Brigitte Frank reist in diesen Jahren mit den Kindern zwischen Krakau und dem bayerischen Schliersee hin und her. Hier hatte der Vater 1936, noch vor Niklas' Geburt, einen alten Bauernhof, den Schoberhof, gekauft. Hier ist halt meine Heimat. Das ist meine richtige, eigentliche, ureigenste Heimat. Kinderschwester Hilde kümmert sich auch am Schliersee um die fünf Geschwister. In Niklas' frühen Erinnerungen an den Schoberhof tauchen Bilder einer ungetrübten Kindheit auf. Hier an diesem Platz stand der Schoberhof. Und es hat mir das, als ich es gekauft hatte, war das wirklich ein ganz finsteres, kaltes Haus. Da oben war nicht ausgebaut, da war der Dachboden, da standen überall Eimer, weil es reingeregnet hat. Das Land war ja überhaupt immer so seine Vorstellung, zu bebauen in irgendeiner Weise, sodass man davon was zu essen hat. Und das sind auch noch wohl so Kindheitssachen, nicht? Wo es dann nach dem Krieg irgendwann knapp war mit Lebensmitteln und allem. Und da sagt man, wir können die Schweine halten, Kühe halten, wir können uns selbst versorgen. Das gibt ein Gefühl der Zufriedenheit. Dahinter ist der Kanal, da konnte man alle Schiffe sehen. Jetzt kann man nur noch, wenn hin und wieder so ein Luxus-Kreuzfahrtschiff mit hohen Aufbauten, dann kann man noch die Spitzen sehen. Aber das ist auch manchmal so ganz eindrucksvoll. Die normalen Frachter, die sieht man jetzt nicht mehr. Niklas ist für den Stern jahrelang als Krisenreporter unterwegs. Aus nächster Nähe erlebt er nun Gräueltaten, die ihn zwangsläufig auch in die Auseinandersetzung mit den Verbrechen seines Vaters führen. Das war schon eine Zeit, wo du anfängst, richtig ernsthafte Gedanken dir zu machen über den Zustand des Menschen selber. Wenn du erlebst, dass du hier einen Reifen siehst, das sogenannte Necklacing, wo drin ein verbrannter Mensch hockt, den du kaum noch erkennst, der richtig bei lebendigem Leib mit diesem Gummireifen zusammen verbrannt worden ist. Und daneben lachen die Leute und ratschen, kaum 50 Zentimeter entfernt. Das gibt einem schon zu denken, wie dünn unsere Zivilisation ist, wie
sie sofort eigentlich Grausamkeiten annehmen kann. Es ist da auch ein bisschen mein Glauben an die Zukunft der Menschheit verloren gegangen, weil die rund um die Welt in größter Anzahl verteilten Feiglinge alles mitmachen und hemmungslos morden. Niklas sammelt in diesen Jahren alles, was er an Dokumenten und Informationen über den Vater auftreiben kann. Das war das Fundament des nationalsozialistischen Staates, die nationalsozialistische Rechtsordnung ist für uns unser oberster Führer, auch der oberste Gerichtsherr ist. Ein so gebildeter Mann und redet so einen furchtbaren Dreck, Stunde um Stunde, schrecklicher. Wenn Sie sich das anhören. Und das finde ich erstaunlich. Er war ja altkatholisch erzogen. Da kriegst du ja schon die 10 Gebote mit. Und er war ordentlicher Anwalt, konnte in der Weimarer Republik studieren. Und dann in Bezug auf Vater und Hinrichtung und Herkunft und so weiter. Und während die anderen langweilige Bäume zeichnen mussten oder Häuser, durfte ich frei malen. Ich weiß noch, es war für mich was unheimlich Befriedigendes, das zu malen. Das weiß ich noch. Und deswegen, Herr von Gerhard hieß dieser Zeichenlehrer. Das war einfach toll, was der bei mir durchschaut hat. Da wird das Symbol sogar ganz direkt. Stellen Sie sich vor, in einer normalen Zeichenstunde sitzt einer da und malt sowas auf extra großem Papier. Da habe ich Geräte erfunden. Links den Kopfzerstampfer unten und dann ein sehr interessantes neues Gerät, das holt von hinten das Rückgrat aus einem Menschen raus. Alles immer mit viel Blut. Das hat mich selber sehr erstaunt. Wenn Sie das als über 70-Jähriger plötzlich wieder entdecken, dass Sie richtig verblüfft da hocken und sagen, ja, Kruzifix, bin ich doch ein doppelter Niklas Frank. So wie mein Vater dem amerikanischen Psychologen, der freien Zutritt hatte zu allen Zellen. Und dem hat er dann gesagt, wissen Sie, manchmal denke ich, ich bin zwei Hans Franks. Der eine, der Ordentliche, der gerne Professor geworden wäre, der die Wissenschaft liebt und die Poesie. Und der andere, der diese furchtbaren Sätze gesagt hat über die Juden. Aber ich bin eine mildere Doppelgestalt als mein Vater. Wo immer ich hinkam, immer wurde ich bedauert als der arme Sohn, dem es den Vater gehängt haben. Und das hat sich immer materiell oder essensmäßig gelohnt. Es war keiner, der mit mir geredet hat, du Junge, du bist jetzt 17 Jahre alt, jetzt pass mal auf, ich möchte dir schon sagen, dein Vater hat einem verbrecherischen Regime gedient, das er selber mit aufgebaut hat. Und du solltest dich mal richtig darum kümmern, was dein Vater wirklich angerichtet hat. Du bist jetzt schon in einem Alter, wo man vielleicht auch sowas lesen kann. Das hätte mir sicher auch gut getan. Das musste ich alles so für mich machen. Nach dem Abitur geht Niklas zum Studium nach München. Ich wollte erst Jurist werden, wobei ich mich natürlich sah im schwarzen Talar, im Gericht auf und ab gehen und die wunderbarsten Plädoyers halten. Sicher ein Relikt irgendwie vom Vater, ganz klar. Weil das haben sie ja immer gesagt. Grundsätze dieses Rechtslebens sind. 1983 fährt er im Auftrag des Stern nach Krakau, um über die Juden von Schindlers Liste zu recherchieren. Es ist sein erster Besuch in Krakau seit seiner Kindheit. Noch wagt er nicht, sich hier als Sohn von Hans Frank zu erkennen zu geben. Es gibt viele Bilder, die ich im Hirn trage. Da packt im Krakauer Ghetto ein SSler, so ein Kind in meinem Alter damals, nimmt es an den Füßen, schwingt es einmal um sich rum und haut den
Kopf dieses kleinen Buben an der Hauswand. Und das haben wir alles gestützt und geschützt und mein Vater hat es organisiert. Furchtbar. Und da bleibt einem dann wirklich alles weg, was irgendwie an menschlichen Gefühlen sein kann für diesen Typen Mann. Mein Vater, der stand da drüben hinter der Weichsel auf seinem Wawel und konnte bis hier rübersehen. Und seine Zivilverwaltung hat alles mit organisiert und er wusste genau, heute können wir, weil jede Menge Juden schon ermordet worden sind, können wir das Ghetto halbieren, können es noch kleiner machen. Und ich spielte lustig auf dem Wawel. Das ist schon mein ureigenster Platz hier. Und mich hat es nie gestört, dass der Hof enteignet worden ist. Aber der Abriss, da merkt man doch an sich selber, wie tief so ein Bau noch in der Seele schlummert. Wir hatten also einen extra Mahagoni-Salonwagen. Das war richtig toll. Da wurden dann die Züge angehängt. Meistens fuhren wir über Wien nach Krakau ein. Toll. Mit Küche und allem und Kabinen und bestens verköstigt. Und der Michel und ich, wir konnten auf- und absausen. Und das war wirklich für mich eine Insel der Seligen, dieses Rattern. Und damals waren die Schienen auch noch anders mit dem Dadam, Dadam, Dadam. Toll. Über dieselben Gleise sind die Judentransporte gegangen. Immer wenn der Salonwagen zurückfuhr, da war der vollgepackt und die Mutti war da absolut rücksichtslos. Wo immer sie ein Abteil leer fand, hat sie alles vollpacken lassen. Wäsche, Geschirr, Gemälde und so. Den Juden und Polen gestohlenen Kostbarkeiten. Und der Flügel sollte auch im Salonwagen zum Showhof transportieren. Das ging aber nicht. Das ging aber nicht. Völlig verrückt. Auf einem Meer vom Blut kümmern die sich um sowas. Das ist reine persönliche Bereicherung. Als die Nazi-Herrschaft im Osten zu wanken beginnt, schickt Hans Frank seine Frau und die Kinder an den Schliersee zurück. Lieber Niki, leider kann ich diesmal an Weihnachten nicht bei euch sein. Ich bin sehr traurig darüber. Aber die Russen zwingen mich dazu, jetzt hier zu bleiben, da jeden Tag die Möglichkeit besteht, dass sie einen Angriff in Richtung auf Krakau machen. Aber wir haben so starke Stellungen gebaut und haben so furchtbar viele deutsche Soldaten und Kanonen hier, dass wir die Russen, wenn sie wirklich kommen, auf ihre Schädel hauen, dass sie wackeln und sogleich wieder davonzulaufen beginnen. Kaum einen Monat später flüchtet Hans Frank aus Krakau und richtet am Schliersee in der Nähe des Schoberhofs seinen Regierungssitz ein.
irgendwo in einem Dokument Selbstversorgen. Das gibt ein Gefühl der Zufriedenheit. Dahinter ist der Kanal, da konnte man alle Schiffe sehen. Jetzt kann man nur noch, wenn hin und wieder so ein Luxus-Kreuzfahrtschiff mit hohen Aufbaut, dann kann man noch die Spitzen sehen. Aber das ist auch manchmal so ganz eindrucksvoll. Die normalen Frachter, die sieht man jetzt nicht mehr. Niklas ist für den Stern jahrelang als Krisenreporter unterwegs. Aus nächster Nähe erlebt er nun Gräueltaten, die ihn zwangsläufig auch in die Auseinandersetzung mit den Verbrechen seines Vaters führen. Das war schon eine Zeit, wo du anfängst, richtig ernsthafte Gedanken dir zu machen über den Zustand des Menschen selber. Wenn du erlebst, dass du hier einen Reifen siehst, das sogenannte Necklacing, wo drin ein verbrannter Mensch hockt, den du kaum noch erkennst, der richtig bei lebendigem Leib mit diesem Gummireifen zusammen verbrannt worden ist. Und daneben lachen die Leute und ratschen kaum 50 Zentimeter entfernt. Das gibt einem schon zu denken, wie dünn unsere Zivilisation ist, wie sie sofort eigentlich Grausamkeiten annehmen kann. Es ist da auch ein bisschen mein Glauben an die Zukunft der Menschheit verloren gegangen, weil die rund um die Welt in größter Anzahl verteilten Feiglinge alles mitmachen und hemmungslos morden. Niklas sammelt in diesen Jahren alles, was er an Dokumenten und Informationen über den Vater auftreiben kann. Das war das Fundament des nationalsozialistischen Staates, die nationalsozialistische Rechtsordnung ist für uns unser oberster Führer, auch der oberste Gerichtsherr ist. Ein so gebildeter Mann und redet so einen furchtbaren Dreck, Stunde um Stunde. Schrecklicher, wenn Sie sich das anhören. Und das finde ich erstaunlich. Er war ja altkatholisch erzogen. Da kriegst du ja schon die 10 Gebote mit. Und er war ordentlicher Anwalt, konnte in der Weimarer Republik studieren. Und dann lässt er alles liegen, alles, was er weiß, und folgt einem absoluten verbrecherischen Regime. Grundsätze dieses Rechtslebens sind. 1983 fährt er im Auftrag des Stern nach Krakau.